In diesem Video gucken wir uns den Spitzeneffekt am Sektnerrad an. Wenn wir uns mal angucken, wo der Name herkommt, das war der Johann Andreas von Segner, Mathematiker, Physiker und Arzt und hat ein nach ihm benanntes Wasserrad, was als Vorläufer der Pelton-Turbine gilt, erfunden. Dies ist praktisch seine Erfindung. Es geht darum, dass Wasser da bei B hinunterströmt und das ist praktisch ein Rad mit zwei Düsen und die Düsen sind halt so angeordnet, dass das Rad in Drehung versetzt wird. In der Physik hat das Ganze hier allerdings mit Elektrizität zu tun und nicht mit Wasser. Und man hat hier praktisch ein Rad, mit was so ähnlich angeordnet ist wie das Wasserrad. Und ich habe hier drei Spitzen und das Ganze soll sich wie das Wasserrad praktisch drehen. Möglich soll das Ganze durch den sogenannten Spitzeneffekt sein oder werden. Wenn ich hier eine Kugel habe, auf jeder Metalloberfläche verteilen sich die Elektronen normalerweise gleichmäßig. Wenn ich jetzt aber wie im linken Beispiel eine Spitze habe, dann sind die Elektronen da dichter gedrängt aufgrund der Geometrie. Und das führt halt dazu, dass die elektrische Feldstärke an der Spitze besonders groß ist. Das kann den Elektronen das Austreten aus der Metalloberfläche ermöglichen. Das wird allerdings mit diesem Versuch nicht gezeigt. Also, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben, wenn wir zum Beispiel eine kugelförmige Ladung auf der linken Seite haben, dann ist die Feldliniendichte, je näher man der Kugel kommt, größer. Das kann man links sehr schön sehen. Und wenn ich jetzt bei dem rechten Gebilde, sieht man halt sehr schön, das eine ist ein großer Kreis, das andere ist praktisch ein kleiner Kreis und da habe ich natürlich eine wahnsinns hohe Feldstärke. Und diese Feldstärke, das ist im Prinzip der Spitzeneffekt. Ein schönes Beispiel dafür, hier ist ein altes Foto vom Eiffelturm und da schlägt ein Blitz natürlich in die Spitze ein. Auch Blitzableiter haben praktisch Spitzen, die nach oben ragen und da wird im Prinzip durch den Spitzeneffekt schlägt der Blitz natürlich bevorzugt dort ein. Und diese erhöhte Feldstärke bewirkt, dass die Luft sozusagen in der Nähe der Spitze ionisiert wird und durch diese Ionisation auf der einen Seite sind das ideale Voraussetzungen, dass da der Blitz einschlägt. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass sich die Luftmoleküle abstoßen und das ist im Prinzip das, was das Segnerrad zum Drehen bringt. Dazu habe ich hier eine Influenzmaschine, wenn ich hier einmal drehe und man hat gesehen, die untere Seite hat geleuchtet, immer die negative Seite von einem Klimmlämpchen leuchtet, das heißt, diese Seite ist negativ, blaues Kabel und wenn ich das jetzt nochmal mache, mit der anderen Seite sieht man, die obere Seite leuchtet, das heißt, das rote Kabel ist Plus. So, schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hergehe und dieses Spitzenrad, das ist hier einfach eine Nadel, auf der das lagert und hier sind drei Spitzen dran. Was passiert, wenn ich dieses Spitzenrad unter Strom setze? Also, beziehungsweise eine Hochspannung anlege, besser gesagt.
Da habe ich jetzt hier mein blaues Kabel. Mein blaues Kabel war negativ. Ich rück das mal ein bisschen mehr ins Bild. Und ja, dann kurbel ich mal. Und man sieht, das Rad dreht sich. So, jetzt gibt es ja die Erklärung, dass Spitzeneffekt, hier ist die Feldstärke sehr groß. So groß, dass die Elektronen hier austreten können. Jetzt mache ich mal daher der Vollständigkeit halber das ganze Experiment nochmal, nur dass ich jetzt das blaue Kabel weglege und stattdessen das rote Kabel, was positiv war, hier anschließe. Und wie man sieht, dreht sich die ganze Geschichte auch. Um nun der Frage nachzugehen, warum sich das Rad dreht, muss man jetzt noch mal kurz erinnern, an der Spitze war die Feldstärke besonders groß. In der Einleitung hatte ich gesagt, dass die Feldstärke so groß sein kann, dass Ladung, dass die Spitze sozusagen oder das Metall verlassen können. Wenn man sich das Experiment jetzt angeguckt hat, war es am Anfang negativ geladen und dann allerdings positiv geladen. Und dann hat sie es auch gedreht. Das heißt, die Elektronen, die das Metall verlassen, können nicht für die Drehung verantwortlich sein, weil es ja auch mit positivem geladenem Rad funktioniert. Was passiert, ist Folgendes. An der Spitze ist die Feldstärke so groß, dass ein Ladungsaustausch mit der Luft stattfindet. Der kann offensichtlich in beide Richtungen stattfinden. Das heißt, dass sozusagen ein negativ geladenes Rad sozusagen negative Ladung abgibt, beziehungsweise ein positiv geladenes Rad welche aufnimmt. Dadurch wird die Luft ionisiert und die ionisierten Luftteilchen stoßen sich ab. Dadurch gibt es diesen Rückstoßeffekt und das Rad dreht sich. Dass an einer Spitze das Feld besonders stark ist, will ich hier nochmal demonstrieren mit Hilfe von Öl und Hartweizengrieß. Dazu habe ich hier so eine Spitze. Das kann ich jetzt hier gleich montieren. Ist entsprechend hier angeschlossen. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, jetzt probieren wir das Ganze. Hier habe ich ein etwas glattes, hier habe ich eine Spitze. Jetzt kommt hier, was hier so schön gelb ist, ist Rapsöl. Und auf das Rapsöl kommt Grieß. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ein bisschen. Okay, das war zu viel. Aber gut, wir probieren es jetzt trotzdem mal. Blau war Minus, Rot Plus. Und das Interessante ist, wenn man sich diese Pfütze anguckt, schwimmt das Öl sozusagen von der Spitze weg. Jetzt kann man ja spaßeshalber mal hergehen. Ups, ouch. Map. Und wir tauschen die Pole. Gut, das Ganze nochmal. Und wieder der Effekt. Dass es von der Spitze wegschwimmt.
So. Gucken, ob es jetzt so besser. Jetzt habe ich noch mal was vorbereitet. Und zwar können wir das hier noch mal so ein bisschen vermischen. So. Eins, zwei und jetzt habe ich. Eine Wolke. Und was gehört zu einer Wolke? Natürlich auch eine Landschaft. Zack. Also, wir haben hier eine Landschaft. Die Landschaft besteht aus einer Kirche, einem Tannenbaum und ein Mäuschen. So, und jetzt gucken wir mal, was hier dazwischen so passiert, wenn wir jetzt hier nochmal eine Spannung drauf geben, hoch, die bis zu 40 kV sind unten drunter. Also, wenn ich es ganz langsam und vorsichtig, dann sieht man sehr schön die Feldlinien. Man sieht auch, dass an den Spitzen relativ viele Feldlinien sind. Und jetzt tue ich mal so, sozusagen, bis es knistert. Und da sieht man auch wieder, gerade bei dem Tannenbaum, aber auch bei der Kirche, sieht man eigentlich sehr gut, wie das Öl bzw. diese Teilchen da, die Grießteilchen wegschwimmen. Also das ist ganz interessant. Das eine will immer wieder hin, verbindet sich und dann, zack, wird es abgestoßen. Wenn man jetzt den Tannenbaum da mal beobachtet, da wieder, zack, fest und wieder abgestoßen. Ja, man sieht halt die starke Feldstärke an der Spitze sehr deutlich. Und man sieht, dass das Ganze unabhängig von der Polung ist. Man könnte die Vermutung anstellen, dass es natürlich das, was man hier jetzt mit dem Öl und den Grießkörnern gesehen hat, dass das so ähnlich in der Luft passiert. Dass das in irgendeiner Form sozusagen ionisiert wird und dadurch diese Abstoßung zustande kommt. Hier habe ich auch noch ein schönes Beispiel für den Spitzeneffekt gefunden. Und zwar ist das hier oder war das eine Jugendforscharbeit. Und zwar ist das ein Plasmalautsprecher. Sinn und Zweck der ganzen Übung ist, ich habe einen offenen Schwingkreis, das ist praktisch, Schwingkreis ist Spule und Kondensator, die Spule sieht man hier. Der Kondensator ist im Prinzip diese Speiserelektrode, deren Spitze man hier sieht. Und was hier halt passiert ist, dass man hier eine so hohe Feldstärke erzeugt, dass die Luft hier ionisiert wird und ja, man eine Plasmaflamme sieht. Und hier ist eine Röhre, die schubst praktisch den Schwingkreis immer im richtigen Moment an, damit die Schwingung sozusagen, Stichwort Resonanzkatastrophe, damit hier halt ich meine Hochspannung bekomme. Und das zweite, das sind zwei Gitter drin. An dem zweiten Gitter kann ich ein Audiosignal anlegen. Und damit kann ich die Größe der Flamme regulieren. Und ja, mit etwas Glück und Physik hört man dann tatsächlich etwas. Das Ganze probieren wir mal aus. Dazu braucht es Strom.
Tja, was ich jetzt hier gerade versuche, ist hier die Plasmaflamme zu zünden. Vielleicht wird es etwas besser, wenn man das Licht ausschaltet. Dann sieht man die Plasmaflamme eigentlich ziemlich deutlich. Dass hier die elektrische Feldstärke unfassbar hoch ist, kann ich auch demonstrieren, indem ich hier mal mit einer Röhre komme. Das ist eine Energiesparlampe, Neonröhre. Und man hat gesehen, dass die Feldstärke in der Nähe so groß ist, dass es völlig ausreichend ist, um einen Ja, dieses Gas da drin zum Leuchten anzuregen. Beziehungsweise die Leuchtschicht, die auf der Röhre von innen aufgedampft ist. So, jetzt habe ich natürlich auch Musik angeschlossen, also sprich was zum Abspielen. Ja, man hört Musik. Irre. Ja, auch nochmal, und man sieht halt, die Plasmaflamme ist halt an der Spitze, weil da ist die Feldstärke eben am größten. Ich kann nochmal versuchen, hier rein zu zoomen.